Ja, ich bin Nisvijan Roloff Ok, genannt Nissi, seit ich in der Schule bin, meine Lehrerin das nicht aussprechen konnte. So ist es auch mein Name geblieben, Nissi. Das ist natürlich der Name auch Nissis Kunstkantine. Ich habe vor 8 Jahren in Hafen City, Hamburg, meinen Traum erfüllt und meine eigene Galerie eröffnet. Und ich bin jetzt tatsächlich von 2013 bis jetzt seit 8 Jahren hier und heute ist die 60. Ausstellung in diesen 8 Jahren. Wie ich das hingekriegt habe, weiß ich nicht. Ich bin immer noch sehr aufgeregt. Heute Abend ist auch eine Vernissage von Larissa Kerner, wie gesagt die 60. Und es wird gleich sehr voll sein und ja, Freunde der Kunstkantine natürlich, Freunde von der Künstlerin und natürlich öffentliches Publikum wird da sein und das wird eine wunderbare Ausstellung und Vernissage wie immer. Ja, wir haben ein Konzept hier, Nissis Kunstkantine, Kunst, Kultur und Kulinarisches, ganz nah an Elbphilharmonie. Wir haben, bevor Elbphilharmonie schon aufgemacht hat, 60 bis 70 Konzerte gemacht und dadurch nennen unsere Gäste, unsere Kunstfreunde uns auch die kleine Schwester von Elbphilharmonie, wo ich mich natürlich sehr geehrt fühle. Wir machen hier regelmäßig halt Ausstellungen und wir machen auch abends halt diese Kunst, Kultur und Kulinarisches. In der Kunstkantine machen wir Literaturabende, Kulturabende, das heißt so Kunst oder Kunsthistoriker kommt und erzählt was über bestimmte Künstler. Der Künstler kommt selber, macht einen Vortrag mit und dann haben wir natürlich auch Musikabende, so klassische Musik, moderne Musik, Klavierkonzerte, Jazzmusiker sind alles so, kommt drauf an, wer jetzt wirklich so auf mich zukommt und wenn ich so toll finde. Und dann machen wir dann halt so ein ganz großes Event einmal im Monat oder zweimal im Monat, je nachdem. Verbunden immer mit 3-Gänge-Menü. Das ist dann halt alles in einem Empfang und dann gibt es eine Lesung und dann gibt es natürlich nochmal eine Lesung und Hauptspeise, Nachspeise und zum Schluss gibt es Signieren oder halt bei Musikern auch so ja, sich unterhalten, austauschen. Die Netzwerke sind hier auch ganz groß, man kommt auch also sehr schnell so zum Gespräch mit den Künstlern, es ist alles sehr nah. Die Künstler sind sehr nah, das Publikum ist sehr nah und es ist immer so ein kleines Event, was wirklich sehr intensiv ist und deswegen auch sehr beliebt ist, so in Hamburg. Ja, also meine Leidenschaft ist Kunst. Ich mache das schon seit 30 Jahren und ich habe damals angefangen in einer Galerie, einfach so als Aushilfe, muss ich wirklich sagen, weil ich die Kunst halt damals schon eine Leidenschaft hatte und ich hatte eine Chance in einer Galerie in Hamburg als Aushilfe anzufangen und dann habe ich mich da wirklich in verschiedenen Projekten nachher eingearbeitet und da auch 10 Jahre geblieben. Unter anderem habe ich auch so große Ausstellungen begleitet, was die Kunstgalerie dann auch konzipiert hat und ausgeführt hat. Das war ja zum Beispiel die große Dalí-Ausstellung, so 92. Das haben wir dann den Zuspruch gekriegt von den Galeristen in Paris, dass wir das dann halt deutschlandweit exklusiv vertreten dürfen und ausstellen dürfen. Und das war natürlich eine ganz, ganz große Sache. Das hat mich auch wirklich sehr ausgefüllt. Wir haben immer so Räumlichkeiten halt gesucht und dann viel PR gemacht und die Versicherung und den Transport und die Vernissage und den Verkauf. Ich habe da alles überall halt mitgearbeitet und Künstlerbetreuung später auch, natürlich nicht bei der Dalí-Ausstellung. Aber das war dann die erste Ausstellung, war in der Zitadelle in Berlin. Und dann sind wir damit dann auch weitergegangen nach Baden-Baden, Frankfurt, München bis nach Salzburg. Und das war unglaublich erfolgreich und sehr schön, sehr gute Ausstellung und darunter haben wir auch dann später so 96 die Udo Lindenberg, die erste Udo Lindenberg Ausstellung gemacht in Berlin, Palais im Festungsgraben. Das war auch sehr spannend, seine erste Ausstellung war sehr verrückt.
Ja, also und darunter, daneben habe ich natürlich auch die Galeriekünstler auch betreut und hier haben wir dann auch zwischen den Ausstellungen auch dann hier vor Ort in Hamburg Ausstellungen konzipiert und hier auch Ausstellungen gemacht. Ja, und dann war so, nach 10 Jahren habe ich gesagt, okay, dann habe ich erstmal eine kleine Pause gemacht. Natürlich durch Familie. Ja, und dann wollte ich schon immer so eine Galerie aufmachen, wo also mehr ist als nur eine Kunstgalerie und wo mehr Kommunikation ist. Ich bin selber ein kommunikativer Mensch und ich wollte halt jetzt in meiner Galerie Kommunikation haben und ich wollte auch, dass die Bilder halt jetzt nicht ganz weg, ganz steril in einer Galerie sind und dass die Leute sich auch nicht dann trauen. Und dass sie dann natürlich auch die Zeit finden, extra zu Galerien zu gehen und die Ausstellungen zu besuchen. Deswegen habe ich ja überlegt, was kannst du noch mit reinbringen? Und zweite Leidenschaft war natürlich mein Kochen und Essen, klar, kulinarisches. Dann habe ich dann dieses Konzept entwickelt. 2010 ungefähr habe ich gedacht, wenn ich dann eine Galerie mache, dann muss ich da irgendwie ja Gastronomie mit reinmachen, dass die Leute so unbeschwert reinkommen, vielleicht einen Kaffee trinken, essen und Kunstbücher lesen, die Kunstwerke sich anschauen und dann natürlich kaufen, klar. Also Kunst in unserem ganzen Alltag mit integrieren. Man muss nicht unbedingt da zu Kunst, die Kunst kommt jetzt so in dem Alltag mit drin ist. So habe ich das dann 2013, mein Traum, dann hier in der Kunstkantine erfüllt. Ja, und natürlich am Anfang wussten die Leute nicht, ist das jetzt eine Galerie, ist das ein Restaurant, ist das ein Event-Location? Ja, das war dann so ein Jahr, 2 Jahre. Und dann waren natürlich die Medien waren ja sehr interessiert, weil es halt so ein Mischkonzept war. Und wir haben natürlich ganz viel Präsenz gehabt dadurch, dass wir natürlich viel über uns geschrieben wurde, Interview, und die wollten, haben sich interessiert, waren dann auch viel Fernsehen und so drin und dabei und viele Zeitungen und so. Und so ist es dann, haben die Leute dann auch verstanden, was wir so sind. Also eigentlich sind wir wirklich Kunstgalerie mit einem integrierten Gastronomie mit drin, was wir so Mittagstisch machen, wo die ganzen Hafen City Einwohner arbeiten, also Leute, die hier arbeiten und natürlich von ganz Hamburg auch kommen, sich hier einfach ja, gelassen, sich entspannen und so sich eine halbe Stunde schöne Zeit machen, was genießen und natürlich die Kunstwerke sich anschauen und ja, glücklich und zufrieden wieder zu ihren Schreibtischen gehen oder ja, was anderes machen. Ja, das ist die Kunstkantine. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen, auch dem Standpunkt Hafen City. Und dann ist das jetzt, hoffen wir, dass das noch mehr geht. Also ich bin mit Leidenschaft und Liebe jeden Tag in meiner Kunstgalerie und alle meine Künstler habe ich sehr guten Kontakt und ich mag sie sehr. Es sind sehr unterschiedliche, es sind Fotografen dabei. Es sind so Künstler, die von 7 Jahre alt, Michael AK bis Gruppe Zebra sind dabei und natürlich viele Hamburger Künstler. Und jetzt kriege ich im Moment auch ganz viele internationale Zuschriften, Bewerbungen. Vielleicht wird das ja auch mal New York, Paris oder Amsterdam. Wissen wir nicht, wo die Kunstkantine hingeht. Vielen Dank.